mache ich dasselbe jetzt auch nochmal mit der X2. Mal schauen, wie dann die Aufnahmen sind. Jetzt Massivbeton. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich wieder einmal rausgegangen hier bei uns oben an der Nordseeküste. Und zwar an diesem kleinen ruhigen Ort waren wir ja die Tage schon mal, als ich die Super Tripod Joysticks für die Mini 2 und die R2S ausprobiert habe. Ja, und heute bin ich hier mal wieder zurückgekehrt. Und zwar habe ich einiges Interessantes über diesen Ort herausgefunden. Es ist ein richtiger Lost Place. Und zwar ist es das ehemalige Minendepot von Groden hier in Cuxhaven. Und zwar wurden hier früher zum Ersten Weltkrieg die Seeminen hergestellt und auch gelagert. Und im Jahre 1921 gab es dann eine große Explosion, die sehr viel von dem Areal zerstört hatte. Daraufhin lag das hier erstmal größtenteils in Trümmern und brach. Und dann, als der Zweite Weltkrieg aufzog, wurde das Ganze wiederbelebt. Es wurden neue Gebäude errichtet, um halt die Nordsee zu verminen mit den Seeminen. Ja, und ich bin heute jetzt hier rausgefahren mit meinem schönen neuen E-Bike und werde einmal versuchen, die alten Bunkeranlagen zu erkunden mit der Hero 9 und der X2. Ich werde vielleicht nachher auch noch die Mini 2 starten, um von oben ein bisschen was davon drauf zu bekommen. Des Weiteren werde ich euch ein wenig die Gebäude hier zeigen, die alten Verwaltungs- und Lagergebäude. Ganz am Anfang ist auch noch eine Torpedohalle, wo die großen Torpedos hergestellt und gelagert wurden. Ja, und dann werden wir uns jetzt mal gemeinsam in den Weg in das Dickicht machen und versuchen, ein paar interessante Bunker da aufzustöbern. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn es dir gefällt, dann weißt du ja, gib mir einen Daumen nach oben, schreib einen kleinen Kommentar und abonnieren, die Glocke drücken. Du weißt ja, wie das funktioniert. Okay, dann lass uns jetzt mal ins Unterholz gehen. So, ja, und dann befinden wir uns jetzt hier auf dem Weg in das Dickicht, in das Unterholz. Ich war ja hier die Tage schon mal, wie gesagt, und habe die Drohnen geflogen. Da war das Ganze noch ein bisschen schöner begehbar hier. Jetzt haben sie doch ein wenig die Äste und die Baumstämme da so ein bisschen zur Seite geräumt. Und was ich noch gesehen habe, dass auf der anderen Seite wurde wo einige der Gebäude sind, der Lagerhallen, wurde es abgesperrt mit Zäunen. Denn man hat dort versucht, den Zutritt halt zu beschränken für die Leute, sodass man da nicht mehr so einfach drauf kann. Ja, okay, wir werden jetzt hier mal weitergehen. Normal ist das hier wirklich sehr ruhig. Hier so direkt in das Unterholz hinein. So. Und ich hoffe, das Bild ist hell genug, dass ihr da
gut was erkennen könnt. Ich werde jetzt vorläufig erstmal nur mit der Hero 9 filmen, wie ich hier den Abhang hochgehe. Und dann könnt ihr dort unten auch schon die ersten verlassenen Bunker und Gebäude erkennen, Gebäudereste. Dann läuft jetzt hier auch die X2 mit, wie ihr sehen könnt. Dann kriegen wir einmal so eine 360 Grad Aufsicht, wenn ich mich hier mal so lang bewege. Dann ist hier so eine alte Steintreppe, die führt dann da runter. Läuft die Hero 9 noch und wir gehen jetzt hier mal die Stufen runter der alten Steintreppe. Ja, hier haben wir dann schon einen ersten Eingang zu einer Bunkeranlage. Auf der anderen Seite sind weitere Lagergebäude, Bunkergebäude. Die könnt ihr hier sehen. Ob das vom Licht her noch einigermaßen geht, aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Ja, hier ist halt, wie gesagt, alles leer. Die Decke ist Massivbeton. Okay, hier hinten hat wohl jemand gehaust über Nacht. Fenster noch aus. Da sind wir schon wieder draußen. Und da geht der Weg dann weiter. Da werden wir gleich auch noch mal ein Stückchen gehen. Ja, hier geht der Weg weiter. Das ganze Areal war vorher, wie gesagt, zugänglich. War nicht abgesperrt in der Woche. Und wie ich jetzt wiedergekommen bin hier auf den Sonntag, da hatten sie da vorne bei dem Eingang einen großen Zaun hingestellt, so dass man da gar nicht mehr durchkommt. Aber ich bin dann hier rumgefahren und da hochgeklettert, das hattet ihr ja gesehen, und so konnte ich hier doch noch dran kommen. Ja, es ist wirklich groß, diese Anlage. Das muss man echt sagen. Weitläufig. Es gab sogar noch weitere Gebäude, die aber Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, glaube ich, komplett abgerissen wurden. Nochmal Gestrüpp, interessantes Graffiti, sind schon ein paar ganz coole Schöpfungen dabei. Jo. Das ist der Matthias wieder. Wenn euch das Video gefällt, wisst ihr ja, Daumen nach oben geben, kleinen Kommentar schreiben und abonnieren und die Glocke drücken, nicht vergessen. So, jetzt sind wir hier an diesem Ende, oder besser gesagt, dem eigentlichen Anfang angekommen. Von hier nochmal Film. Da geht es dann durch. Ja, in diesem Eingang des Areals. Mal schauen, so, dann hat man das im Hintergrund ein bisschen. Okay, jetzt gehen wir da noch mal rum. Da ist dann auch noch eine Bunkeranlage, die ich euch zeigen möchte. Ich kann mich nur ein wenig, wie gesagt, ärgern, dass ich kein extra Licht mitgenommen habe. So, da auf der Seite kann ich euch dann mal den Zaun zeigen. Das ist abgesperrt, kommt keiner durch. Ja, und hier geht es noch weiter. Da ist dann, wie gesagt, noch dieser weitere Bunker, von dem ich euch erzählt habe. Und hier ist das Lagergebäude. Das müsste ein Gebäude auch für Minen gewesen sein, für Seeminen. Lagergebäude für Seeminen. Gehen wir jetzt hier mal durch. Schauen, wo uns das hinführt. Ja, das sieht sehr, sehr geil aus. Sehr interessant. Hier müsste man auch gut mit der Drohne mal durchfliegen können. Das wäre natürlich ein echter Hingucker. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das sogar noch. So, und hier sind auch noch weitere von diesen unendlichen Gebäuden. Von oben ist mit der Drohne kaum was zu erkennen davon, aber jetzt ist so, wenn ich hier so mittendrin stehe, ist es doch wirklich sehr groß alles.
mich hier mal so umschaue. Wahnsinnsanlage. Das alte Minendepot Groden. Und hier gehen wir jetzt auch noch mal durch. Alles massiver Beton hier drüber. Da am Ende stockduster hier drin. Aber da ist schon das Licht am Ende des Tunnels. Okay. Das ist Licht am Ende des Tunnels. Kommen wir jetzt auf der Seite raus. Das ist auch nah bei der Straße. Ja, wie gesagt, jede Menge von diesen Bunkerlagerhallen für die Minen und den Sprengstoff, was so gebraucht wurde, um die Elbe-Weser-Mündung damals zu verminen. Gebracht hat es alles nichts. Aber so war das früher. In früheren Zeiten, als es hier noch Kriege gab in Europa, da haben die Leute noch ein bisschen anders getickt. Da war denen das besonders wichtig.